Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Winkel zwischen Vektoren, Skalarprodukt. Wir haben hier schon mal zwei Vektoren eingezeichnet, a und b, hier die Pfeile symbolisiert. Herr Tan, zeigen Sie doch mal den Winkel zwischen die Vektoren. Ah, da könnten wir nur sagen, gut, das hier wäre ein Winkel zwischen den Vektoren. Ja, aber es ist noch nicht der einzige, es gibt noch einen anderen Winkel. Das stimmt, es gibt noch einen und zwar den, der sozusagen der kleinere von den beiden ist. Ich mache den hier mal grün. Ja, ist auch schon gut, dass er grün ist. Denn wir nehmen auch immer den. Wenn vom Winkel zwischen Vektoren die Rede ist, meinen wir immer den kleineren von beiden. Wir haben ihn hier Alpha genannt. Ja, wie berechnen wir ihn? Gut, zum Berechnen davon gibt es eine allgemeine Formel. Die seht ihr jetzt. Ihr seht auch hier an der Formel, dass wir den Winkel nicht direkt ausrechnen, sondern dass wir über den Kosinus von dem Winkel gehen. Den berechnen wir und danach müssen wir noch umrechnen. Und auf der rechten Seite, Herr Tan, was ist da? Ja, da haben wir einfach im Zähler oben von diesem Bruch haben wir das Skalarprodukt von A und B. Und unten haben wir das Produkt der Beträge von A und B. Und was das Ganze bedeutet und wie das mit dem Kosinus zusammenhängt und wie wir daraus in den Winkel kriegen, das schauen wir uns am besten in einem Beispiel an. Wir haben die beiden Vektoren A und B. Und wir haben den Kosinus Alpha schon mal hingeschrieben hier oben. Und jetzt seid ihr dran. Einfach mal den Teil hier ausrechnen, den Zähler ausrechnen und den Nenner ausrechnen. Und dann schauen wir uns an, wie wir damit weiterarbeiten. Und zwar in 3, 2, 1. So, wir haben es hier ausgerechnet, den Kosinus Alpha. Ich denke, ihr habt es gut selber hinbekommen. Im Zähler steht minus 11 und im Nenner steht Wurzel 14 mal Wurzel 25 und Wurzel 25 ist 5. Gut, wir wollten aber Alpha rausfinden. Jetzt haben wir Kosinus Alpha, jetzt müssen wir den Schritt machen zu Alpha. Und dann kann man die Umkehrfunktion des Kosinus nutzen. Das nennt man Kosinus hoch minus 1. Kennt ihr vielleicht auch schon aus der 9. oder 10. Klasse? Steht Alpha als Kosinus hoch minus 1 von eben minus 11 durch Wurzel 14 mal 5, Klammer zu. Das können wir nicht von Hand ausrechnen, sondern wir brauchen unseren WTR. Immer wenn wir mit Sinus und Kosinus rechnen, ist es wichtig, dass wir darauf achten, welcher Modus eingestellt ist. Hier ist es gerade Radiant, der steht für das Bogenmaß, also Pi, 2Pi und so weiter. Wir wollen aber mit Winkeln rechnen, die sind im Gradmaß, also brauchen wir Degree. Wir gehen auf Mode. Und dann sehen wir, dunkel hinterlegt ist Radiant, aber der Cursor steht gerade schon auf Degree, das heißt, wir müssen es nur bestätigen, einmal, indem wir unten Enter drücken. Jetzt ist er umgestellt auf Degree, sieht man auch oben, da steht ein kleines Deck, ganz oben in der obersten Zeile. Und mit Clear kommen wir zurück zum Rechnen. Gut, wir machen den Kosinus hoch minus 1, also müssen wir zweimal auf die entsprechende Taste drücken. Und dann geben wir ein, was wir ausrechnen wollen. Also minus 11, dann ist das Ganze ein Bruch. Dann kommt die Wurzel 14, da brauchen wir Second und das Zeichen von x², darüber steht die Wurzel. Dann unsere 14, dann 1 nach rechts, sonst sind wir immer noch in der Wurzel drin, mal die 5. Und wieder 1 nach rechts und die Klammer zumachen. So, jetzt einmal Enter und dann bekommen wir 126,0134 und so weiter. Wir runden das Ganze auf zwei Nachkommastellen und haben damit unser Ergebnis. Auf 126 Grad, 126,01 Grad. Genau, bei der 3 runden wir ab. Ist der gesuchte Winkel Alpha. Und damit sind wir erstmal fertig. Wir notieren uns also folgenden Satz. Für den Winkel Alpha zwischen den Vektoren A und B gilt, der Kosinus von Alpha ist Skalarprodukt aus A mal B geteilt durch Betrag von A mal Betrag von B. Dabei gilt, Alpha ist zwischen 0 und 180 Grad. Wir erinnern uns, mit dieser Formel berechnen wir immer den kleineren Winkel von den zwei. Gut, für die Einschränkung haben wir auch schon die beiden Sonderfälle angegeben. Wenn der Winkel 0 Grad ist, sehen wir unten, wären die Pfeile zu den Vektoren einfach in dieselbe Richtung oder man kann auch sagen parallel. Und wenn der Winkel zwischen den Vektoren 180 Grad ist, dann würden die Pfeile, die zu den Vektoren gehören, einfach in genau entgegengesetzte Richtung zeigen. Ja, jetzt frage ich mich nur, was ist denn für den Fall, dass ein Winkel größer ist als 180 Grad? Naja, wir haben ja vorhin gesehen, es gibt nur die zwei Winkel. Der eine ist immer größer als 180 Grad, der andere kleiner. Und genau den suchen wir ja, den kleiner ist, der kleiner ist als 180 Grad. Stimmt, und der einzige Fall, wo beide gleich groß sind, das war bei 180 Grad und das haben wir als Sonderfall schon genannt. Okay, gut. Jetzt haben wir vorhin, als wir den Kosinus ausgerechnet haben, den Taschenrechner benutzt, den GTR. Das ist in dem Fall absolut in Ordnung, weil die Werte eh zu kompliziert sind. Es gibt aber ein paar Zusammenhänge zwischen Kosinus und entsprechenden Winkeln, die man sich eigentlich mal merken sollte, weil die einem sehr hilfreich sein können. Und die wollen wir euch jetzt noch zeigen.
So, in der Tabelle ist Alpha eingetragen in 0 Grad, 30 Grad, 45 Grad, 60 Grad, 90 Grad und Sinus Alpha und Cosinus Alpha. Es ist zwar gerade nur vom Cosinus die Rede, aber wir schreiben den Sinus mit dazu, denn kennt man einen, kennt man auch den anderen. Also merken wir uns gleich das Ganze. Und die Werte hier, die sollten wir eigentlich können. Ein paar können wir herleiten, und zwar dadurch, dass wir immer, das solltet ihr auch können, diese Skizze zeichnen könnt. Für den Sinus und für den Cosinus. Und wenn wir die mal haben, dann können wir ganz einfach ein paar Sinuswerte kriegen. Welche denn, Herr Thein? Ja, das ist zum einen bei 0 Grad, sehen wir unten, ist auch der Sinus bei 0. Und bei 90 Grad sehen wir, ist der Sinus oben bei 1. Für den Cosinus gilt das genauso. Herr Thein, bitte. Andersrum. Bei 0 ist der Cosinus oben bei 1. Und bei 90 Grad ist er unten bei 0. Richtig. Ihr seht also, diese vier Werte könnt ihr immer herleiten. Und die anderen Werte dazwischen braucht man manchmal ab und zu. Die muss man sich dann auswendig merken. Und zwar 1/2, 1/2 mal Wurzel 2, 1/2 mal Wurzel 3. Und hier ist es genau andersrum. 1/2 mal Wurzel 3, 1/2 mal Wurzel 2 und 1/2. Puh, wie soll man sich die jetzt alle merken? Herr Thein hat da eine einfache Regel. Ich erläutere es am Beispiel der Cosinusreihe. Ihr müsst euch eigentlich nur merken, dass die Cosinusreihe mit 1 beginnt und mit 0 endet. So. Und dann müssen wir wissen, dass eigentlich jeder Eintrag nichts anderes als das Produkt aus 1/2 mit einer Wurzel ist. Ganz links, 1 ist 1/2 mal Wurzel 4. Weil Wurzel 4 wäre 2, 1/2 mal 2 wäre 1. Okay. Der nächste Eintrag ist 1/2 mal Wurzel 3, 1/2 mal Wurzel 2, 1/2 mal Wurzel 1, Wurzel 1 lassen wir wieder weg, und 1/2 mal Wurzel 0 ist logischerweise 0. Also, wir merken uns die 1 und die 0 und dann merken wir uns einfach 1/2 mal und dann beginnen mit Wurzel 4, 3, 2, 1, 0. Das kann man sich merken. Sinusreihe wäre dann genau andersrum. Wenn ihr andere Eselsbrücken habt, okay, aber das wäre was, wie ich mir es gemerkt habe und seit vielen, vielen Jahren so in meinem Kopf drin habe. So, eine Aufgabe. Berechne den Winkel Alpha zwischen den Vektoren A und B. Zwei Stück. A mit den zwei Vektoren, B mit den zwei Vektoren. Berechnet einfach den Winkel mal. Ich denke, das kriegt ihr hin. Und die Lösung gibt's in 3, 2, 1. So, bei der ersten Aufgabe kommt raus, Cosinus Alpha ist 0. Und dann erinnern wir uns wieder an die Tabelle von der Regel. Und zwar, wenn Cosinus Alpha 0 ist, dann ist Alpha einfach gleich 90 Grad. Also ihr seht, das sind einfach solche Fälle. Wenn ihr sowas merkt in der Aufgabe, dann kann man sich sparen, das jetzt mühevoll in den GTR einzugeben, sondern in dem Fall, das weiß man einfach. Okay, und wie ist es bei der B? Gut, hier ist es so, da kommt raus, Cosinus von Alpha ist minus 28 durch Wurzel 14 mal Wurzel 56. Das geben wir in den GTR ein, wieder dran denken, es muss Cosinus hoch minus 1 sein, damit wir Alpha bekommen. Und dann liefert der GTR als Ergebnis 180 Grad. Das können wir hier genauso notieren. Alpha ist 180 Grad. Gut, ich meine, das waren jetzt nur zwei Anwendungen unserer Formel. Die Formel ist neu, wir können jetzt gar nicht wissen, ist es richtig? Klar, das kommt raus, wenn man die Formel anwendet, aber ob das wirklich die Winkel zwischen den Vektoren sind, das wissen wir jetzt noch nicht sicher, können wir uns aber überlegen. Ja, wir haben nämlich hier zum Beispiel beim ersten Beispiel ein Beispiel ausgewählt, das könntet ihr auch schon früher berechnen, weil hier seht ihr vielleicht das Skalarprodukt aus den zwei Vektoren ist 0. Also 3 mal minus 2 ist minus 6, minus 1 und minus 6 ist 6. Also minus 6 plus 6 gibt 0, das ist ja auch dann 0. Und wenn das Skalarprodukt 0 ist, wisst ihr, der Winkel zwischen Vektoren ist 90 Grad. Da. Gut, also in diesem Fall hat die Formel tatsächlich das Richtige gesagt. Schauen wir es uns drüben an. Da müssen wir auch die beiden Vektoren ein bisschen genauer ansehen. Und zwar hier oben. 3 minus 1 minus 2. Wenn man diesen Vektor mal minus 2 machen würde, 3 mal minus 2 minus 6, minus 2 minus 1 sind 2 und minus 2 mal minus 2 sind 4. Sehen wir, dass b einfach nur ein Vielfaches von a ist. Und dadurch, dass es ein negatives Vielfaches ist, heißt es, die beiden Vektoren sind genau entgegengesetzt. Und wenn die Vektoren, der eine so, der andere so, entgegengesetzt sind, haben wir gerade einen Winkel von 180 Grad. Hier sagt die Formel also auch das Richtige. Das heißt, wir haben jetzt mit zwei Fällen zumindest ein bisschen gezeigt, dass die Formel für diese zwei Fälle stimmt. Stimmt auch generell für alle anderen. Und mit weiteren Aufgaben, die wir im Unterricht dann machen, verabschieden wir uns. Tschüss, macht's gut. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt.
Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.